Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 29. Mai 2019 nach tibetischen Astrologie. Ich möchte euch nicht immer wieder mit denselben Themen langweilen. Ich selbst will ich das auch abschließen. Aber ich muss euch informieren wegen meinem Hotline. Die Sachlage ist, ich habe seit einigen Jahren meinen eigenen Hotline. Ich lebe auf Mallorca und mir gilt die spanischen Gesetze. Die Hotline ist aber in Deutschland und sie haben eine deutsche Adresse gebraucht. Es hat sich ergeben, weil meine Schwiegereltern leben in Deutschland. Meine Schwiegermama wurde auf diesem Vertrag eingetragen. Es hat bis jetzt wunderbar funktioniert. Bis vor kurzem bekam sie ein Schreiben von einem Anwalt. Dieser Anwalt wurde von unserem lieben Stein, der sich verbreiten mag, beauftragt. Nach diesem Schreiben kam eine Anzeige gegen sie. Und das hat ausgelöst, dass wir diese Nummer zurückgeben. Heute bekam ich ein Schreiben von der Telefongesellschaft, diese 0900er Nummer, mein Hotline-Nummer, funktioniert nicht mehr. Ich werde aber eine neue Nummer bekommen. Es dauert noch. Bis dahin bin ich bei Vistano erreichbar. Ihr findet mich bei Vistano. Mein Beratername ist Dendera. So können wir die Gespräche führen. Und ihr braucht nicht warten, bis meine neue Nummer wieder da ist. Wenn das soweit ist, dann werde ich euch informieren. Tibetische Astrologie. Die tibetischen Astrologen haben das Wissen von indischen Astrologie übernommen. Auch von chinesischen Astrologie vieles übernommen. Sie berechnen die Horoskope genauso wie die indischen Astrologen auch. Sie berücksichtigen nämlich die Präzession. Und weil das eine andere Berechnung ist, ist auch ein anderes Ergebnis. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, es ist anderes als in westlichen Astrologie. In diesem Bild erscheinen die Tierkreiszeichen, wo kosmische Energie fließt. Alle anderen Tierkreiszeichen habe ich weggelassen, so ist es überschaubar. Die vier Grundelemente sind die Feuerelement, die Erdeelement, die Luftelement und die Wasserelement. Und hier bewegt sich die beiden Lichter, Sonne, Mond und die Planeten. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Sonne ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und Mond ist die große Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr. Sonne zeigt die Monatsthemen und Mond die Tagesthemen und beeinflusst auch unsere Gefühle. Sonne bewegt sich im Stier. Merkur auch. Merkur bewegt sich auch im Stier und kommt die Stierfärbung dazu. Das sind Monatsthemen und mit Merkur-Energie ist wichtig, dass wir das lernen, das ist das praktische Wissen, dass wir das umsetzen im Tag, damit wir auch handeln und Gespräche führen. Also hier bewegt sich etwas. Stierthemen sind Besitz und Finanzen. Etwas Wertvolles im Besitz nehmen
und das Befestigen oder unseren Ideen in Tat umsetzen, bedeutet Stier auch, diese Stierenergie, um die Finanzen kümmern. Stier steht auch in Verbindung zum Geld. Stier vermittelt uns noch etwas Wichtiges, die Ruhe bewahren, das Leben genießen, gemütlich machen und so unserem Alltag auch genießen können und natürlich auch raus in die Natur. Immerhin ist das Erde-Element, das zeigt auch Gartenarbeit oder ein schöner Spaziergang im Wald, in Natur. Mond bewegt sich in Fischen. Und dieser jetzige Mondhaus vermittelt uns, wie wichtig das ist, unseren Gedanken und unseren Gefühlen reinigen. Es ist gerade ein Reinigungsprozess, befindet sich Mond auch im Wasserelement. Ich beschreibe die Eigenschaft von Tierkreiszeichen Fischen, weil das wird von Mond aktiviert. In diesem Sternbild befindet sich zwei Fische. Auch astronomisch spricht man über südlichen Fisch und nördlichen Fisch. Alpberg ist der Stern, der die beiden Fische verbindet. Und die beiden Fische schwimmen im Wasser. Und Wasser symbolisiert unsere Gefühle. Das heißt, die Fische schwimmen im Ozean die Gefühle. Mit anderen Worten, hier wird etwas aktiviert, was mit unseren Gefühlen was zu tun hat. Der eine Fisch schwimmt in eine Richtung und das ist Angst und Zweifel. Und diese Fische-Energie oder Menschen mit dieser Betonung zweifeln sogar an sich selbst und das ständig, bis dann Selbstmitleid haben. Und wenn sie das erzählen und klagen und jammern, dann bekommen sie selbst nach diesem Selbstmitleid auch Mitleid von anderen. Und ich würde behaupten, es gibt Menschen, die das auch genießen. Dann bekommen sie Aufmerksamkeit, ein bisschen Streicheleinheiten, aber dieses Gefühl bleibt Angst und Zweifel. Und das blockiert, geht nichts voran. Man kann mit diesen Gefühlen nichts bewegen, weil das sind Blockaden. Und hier muss man sich wach schütteln und in anderen Richtung bewegen. Und genau das zeigt die zweiten Fisch. Und dieser zweite Fisch genießt das Wasser, genießt der Ozean die Gefühle. Man hat keine Angst. Wovon sollte er Angst haben? Ein Fisch kann doch schwimmen. Also vertraut in ihren Elementen. Das ist Urvertrauen. Und dann kommen die Visionen dazu, weil dann fängt an Neptun hier zum Wirken, weil Neptun herrscht über die Tierkreiszeichen Fischen, auch Jupiter, aber auch Neptun. Und dann beginnt unsere Fantasie, unsere Träume lebendig zu werden. Und das ist grenzenlos. Und das bedeutet nicht, dass wir in Tagesträumen, in Träumereien uns flüchten sollen, überhaupt nicht. Das bedeutet nur, das ist erlaubt. Wir dürfen Träume haben und wir sollen auch Träume haben, aber immer die Realität auch betrachten und überlegen, wie können wir unsere Träume verwirklichen. Und das ist die ganze Geheimnis. Und es geht durch Vertrauen, durch unseren Glauben und dann loslassen und geschehen lassen. So wird ein Traum
auch wahr. Vorausgesetzt ist, es ist realistisch. Vorausgesetzt ist, wir glauben daran. Und Glaube versetzt auch Berge. Und so kommt das im Fluss und zeigen wir unserem Schöpfer gegenüber, dass wir an die Schöpfung auch vertrauen. Vertrauen, das Fluss des Lebens. Hier im Wasserelement befindet sich auch Skorpion und Jupiter bewegt sich in diesem Tierkreiszeichen. Jupiter ist gerade rückläufig. Das bremst ein bisschen die Richtung, etwas zu vergrößern oder vermehren zu wollen. Und Jupiter zeigt auch die Gerechtigkeit oder öffnet die Augen auch auf die Ungerechtigkeiten. Und hier im Wasserelement fühlen wir das auch. Das löst etwas aus in unseren Gefühlen. Nicht nur Jupiter bewegt sich hier, sondern auch unserem Planet Erde. Und unserem Planet Erde bewegt sich auch in eine Wandlung, weil Skorpion zeigt diese Wandlung, diese Transformation und Erneuerungsprozesse. Venus und Uranus bewegt sich in Tierkreiszeichen wieder. Und das zeigt Veränderungen, Umbrüche und Neuanfang, auch Begeisterung. Das kann auch die Selbstständigkeit sein, also trifft die berufliche Situation. Oder mit dieser Venus-Energie natürlich bedeutet auch bei vielen Menschen ein Neuanfang in die Liebe-Partnerschaft. Venus ist eine weibliche Energie und zeigt uns Frauen. Also viele von uns befinden sich gerade bei Umbrüchen, Veränderungen und Neuanfang. Was ganz interessant ist, was gerade die Schütze zeigt. Saturn ist gerade rückläufig. Diese Rückläufigkeit bedeutet Vergangenheit und karmischen Themen. Saturn ist der Planet der Schicksal und hütet den Karma. Pluto ist auch rückläufig, hat auch mit Vergangenheit was zu tun. Und diese Konstellation ist sehr selten, dass beide, auch Saturn und auch Pluto, befindet sich gerade auf diesem Mondknoten. Und diese absteigende Mondknoten ist nichts anderes als Ketu, der Drachenkörper, und zeigt unserem alten Karma. In diesem karmischen Weg, wo wir schon gegangen sind. Und da kommen natürlich jetzt die Erinnerungen oder karmischen Begegnungen. Auch schicksalhafte Veränderungen und Lernaufgabe. Immerhin ist Saturn der große Lehrmeister. Neptun bewegt sich hier im Wassermann. Neptun aktiviert unsere Träume, unseren Traumbilder, lässt uns inspirieren. Und das ist schon die künstlerische Begabung. Neptun zeigt uns noch etwas Wichtiges, unsere Träume verwirklichen. Vorausgesetzt ist, wir glauben daran, dann kann ein Traum wahr werden. Mars bewegt sich in Zwillingen und das zeigt die Leichtigkeit, das Spielerische, die Bewegung, auch Veränderungen. Und hier ist auch die aufsteigende Mondknoten und das, was die Seele sucht, eine neue Richtung, eine neue Aufgabe. Aber es ist schwierig zu beschreiben, was das genau ist. Und hier ist die Mars-Energie und Mars symbolisiert auch die Männer. Also viele Männer suchen etwas, aber sie können das nicht konkret beschreiben, was das ist. Dieser Yijing-Symbol bedeutet Entschlossenheit. Das, was wir heute brauchen, klare Entscheidungen treffen und Kraft zu zeigen und mit dieser Kraft etwas in Bewegung setzen. Diese Karte zeigt die tibetische Astrologie mit vollen Symbolen. Es kommt ein großes Gewitter.
Aber dieser Gewitter ist notwendig, weil das bereinigt etwas. Erstmal kommt Blitz und Donner und das ist der Reinigungsprozess. Wenn das vorbei ist, dann haben wir eine Neuorientierung und wir erkennen die neue Richtung oder können wir etwas klären. Diese Figur hat auch eine Bedeutung, das ist ein Feuertiger nach tibetischer Astrologie und dieser Feuertiger sitzt hier auf die Metallelement und das bedeutet Kampfbereitschaft, Durchsetzungskraft, eine ganz starke Ausstrahlung, Motivation, tolle Ideen, Begeisterung und Tatendrang. Auch Feuerelement und hier die Metallelement, das ist die Basis, die Fundament, wir müssen erstmal etwas klären. Diese Tagesenergie bedeutet uns heute, dass wir sollen nicht unterordnen. 1966 geborene Menschen stehen im Einklang mit der heutigen Tagesenergie. Die Zahlen haben auch eine Bedeutung. Glückszahl ist 4 im Erdeelement. Sicherheit, Stabilität, Struktur, die Finanzen in Ordnung bringen. Der Fokus ist die Zahl 7 im Feuerelement, aber diese Feuer ist dezent, nicht so stürmisch. Und das bedeutet, die Chancen, Möglichkeiten wahrnehmen, nicht davonlaufen, sondern aktiv sein, aber nichts übertreiben. Und die Schicksalzahl ist die Zahl 1 im Metallelement, wo er auch sitzt. Und dieses Metallelement bedeutet Konzentration und etwas klären, etwas bereinigen. Und die Zahl 1 heißt, uns selbst, selbst die Zügel in Hand zu nehmen, selbst handeln, unseren eigenen Ideen verwirklichen. Noch die Verbindungen. Sonne und Mars steht in eine schöne harmonische Verbindung und das wirkt auf die Männer und das heißt mehr Klarheit, mehr Orientierung oder sie erfahren die Wahrheit. Das kann auch Vater-Sohn-Bindung sein. Mond steht mit Uranus eine schöne Verbindung und das heißt Veränderungen, auch die Kraft und Mut zu haben, diese Veränderungen wahrnehmen ohne Angst, ohne Zweifel. Merkur, Venus steht auch in einer schönen Verbindung. Das kann eine Liebesnachricht sein oder schöne, gute Verträge. Jupiter und Rahu steht in einem sogenannten Quinkungsaspekt. Thema ist Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit. Mit Rahu in Verbindung, das ist der karmische Weg. Hier klärt man sich etwas auf. Aber wie? Diese Verbindung, dieser sogenannten Quinkungsaspekt möchte ich beschreiben. Stell dir vor euch ist ein Pendel und jemand fragt, in welche Richtung wird dieser Pendel ausschlagen? Die Antwort ist, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung und genau so fühlt sich das auch an, die Richtung. Die Richtung, was hier Rahu zeigt, ungewiss. Diese Ungewissheit und das kann eine rechtliche Lage sein. Und das, was wir innerlich auch verspüren. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe von Dendera.